Mit Vektoren können wir auch rechnen, genauso wie wir mit Zahlen rechnen können. Der einzige Unterschied ist, dass wir eben jetzt nicht nur eine Zahl jeweils haben, sondern Zahlenpaare haben und diese Rechnungen dann komponentenweise durchgeführt werden. Also V plus W rechnet man aus, indem man die beiden Komponenten jeweils separat zusammenrechnet, V1 plus W1 und V2 plus W2. Hier unten habt ihr ein konkretes Zahlenbeispiel. V ist der Vektor 4, 2 und W ist der Vektor 2, minus 3. Das heißt, wenn wir die Summe der beiden Vektoren ausrechnen wollen, dann machen wir das eben komponentenweise. 4 plus 2 ist 6, ist die erste Komponente. Und 2 plus minus 3 ist 2 minus 3, also minus 1 ist die zweite Komponente des Vektors. Wir können zwei Vektoren auch grafisch addieren und das funktioniert folgendermaßen. Hier rechts sind die beiden Vektoren v und w schon eingezeichnet, aber nicht irgendwie, sondern wir haben an den Vektor v, an den Endpunkt von Vektor v, haben wir den Vektor w angehängt. Die Aufgabenstellung ist, dass wir den Vektor v plus w so einzeichnen, dass er den gleichen Anfangspunkt wie v hat. Das heißt, wir starten hier im Anfangspunkt von v und zeichnen den Vektor 6 minus 1 ein. Also 6 Schritte nach rechts, ein Schritt nach unten. Und das, was wir sehen, ist, dass der Vektor v plus w genau vom Anfangspunkt von v zum Endpunkt von w geht. Und das ist auch kein Zufall. Weil wenn du dir überlegst, was die Vektoraddition macht, sie funktioniert komponentenweise. Also diese beiden Zahlen 4 und 2 sagen uns, wir müssen zuerst 4 Schritte nach rechts gehen und danach gehen wir nochmal 2 Schritte nach rechts. Also gehen wir insgesamt 6 Schritte nach rechts.